Tag zusammen, komm zurück in Ruhrkirchen. Der Blick auf unseren Kohlehafen, damit wir die Kohle, die wir hier fördern, nun zu unseren Kohlekraftwerken transportieren können über Förderbänder. Geht es dann auch hier in Richtung Güterbahnhof. Das haben wir jetzt ja letzte Folge gemacht, als wir uns ein bisschen ausgetauscht haben zur Geschichte der Steinkohleförderung. Jetzt werden wir hier auf dieser Seite, fliegen wir einmal rückwärts und drehen uns hier weitermachen, indem wir nämlich dann sagen, dass wir hier diese Autobahn setzen. Und zwar möchte ich die Verbindung, im Blick ganz von oben, hier den Lückenschluss vollziehen. Das heißt also hier die Autobahn hochziehen über die Ruhr und dann hier links nach Segeroth die Verbindung machen. Wir gucken uns noch mal ganz kurz an. Der Güterbahnhof. Ganz glücklich bin ich eigentlich nicht damit, dass wir hier diese komische Konstruktion haben mit diesem Ende der Gleise. Da müssen wir vielleicht noch mal uns was anderes überlegen. Hier ist immer noch richtig viel Stau, weil ja, eigentlich ist es nicht so ganz klar. Oder ist hier eine Verbindung, die nicht funktioniert? Also hier fährt keiner raus. Die kommen alle hier, fahren hier drauf. Tja. Bräuchte man vielleicht nochmal eine Verbindung hier einmal rüber. Das wäre natürlich nochmal eine Möglichkeit, dass wir hier diese Straße hier rüber ziehen. Ja, ich denke, wir werden heute ein paar Straßen bauen. Auch hier die Verbindung machen wir neu. Hier sind relativ hohe Bürotürme entstanden, sehe ich gerade. Obwohl die nur 2x2 Felder groß ist. Naja gut, aber diese Verbindung will ich auch neu machen, damit wir hier die Autobahn rüberziehen und deren Zug, die Schienen legen wir ebenfalls rüber, also ein bisschen Geländearbeit. Das Spiel kennen wir schon. Und wie wir sehen, ist halt auch das Gelände hier recht herausfordernd, weil nämlich diese Landzunge hier deutlich höher liegt als auf dieser Seite, was aber nicht schlimm sein muss. So, ja, und müssen hier rüber. Das können wir, glaube ich, schon mal anfangen. Also wir werden hier dort, gucken wir hier eine Höhe, die wir hier nehmen können. Wie hoch wäre denn, wenn wir jetzt von hier aus, denn das ist ja, das ist relativ niedrig hier auf der Seite, das will ich jetzt mal als erstes machen. Es geht hier auch schon relativ steil rauf und runter. Ne? Wir haben, ich unterbreche mal ganz kurz, damit ich hier das Gelände korrigieren kann. Also ich möchte der Ideal, wie wir diese Höhe nehmen könnten. Wo kommen wir denn dann da aus? Das ist schon ein ziemliches Brett, aber das die Höhe passt ganz gut. Ah ja, okay, also das hier, diese Höhe nehmen wir, machen wir quasi so ein Hochruhrübergang, nennen wir es mal. Ah, da grätscht die technische Fakultät hier rein. Okay. Also so. Wir gehen hier, schütten das auf und machen hier eine doppelte Straße. Haben hier, denke ich, genug Platz. Wir müssen nur die Feuerwehr und die Polizei versetzen. Das machen wir mal. Dann können wir auch das Gelände hier in Segeroth nochmal bei Gelegenheit weiterentwickeln. Also hier haben wir dann die große Straße. Und dann möchte ich jetzt hier senkrecht rüber. Ja, wunderbar. Wir werden hier die Verbindung so setzen, dass wir 180 Grad und die Hilfslinien uns greifen können.
Dann müssen wir wieder ein bisschen mit dem Gelände arbeiten auf der Gegenseite. Damit wir dann ungefähr. Ich will hier ran. Also gucken mal, wenn wir das jetzt von hier aus, dann kommen wir hier ran. Das müsste doch eigentlich einigermaßen gut funktionieren. Wir machen es ruhig ein bisschen breiter. So, gucken wir, dass wir hier einen guten Winkel bekommen bei der Straße. So, 90. Und dann machen wir hier schon die Verbindung. Also 180 kriegen wir hier die Hilfslinie zu der Straße noch nicht. Hier noch ein bisschen weiter ziehen. Hier genauso. Und dann müssten die Hilfslinien aber, denke ich, greifen. Da war sie. Aber jetzt müssen wir noch hier unten die Verbindung machen. Da haben wir eine kleine Herausforderung. Ich möchte nämlich einmal, ja, wenn wir hier anschließen, wir kommen hier nicht dran vorbei. Aber wenn wir jetzt mal hier sagen, ich gehe mal von hier aus kommend hier runter, das wird sehr steil, denke ich. Wir testen das mal. 12% Steigung. Ja, aber das ist so. Das, ich denke, 12% ist noch ganz in Ordnung. Also dann gehen wir hier hoch und machen dann hier den Anschluss an die Hauptstraße. Halt, das war natürlich die falsche Straße. Die soll natürlich nur halt eine normale Straße sein, keine breite Straße. Gut, das wäre schon erledigt. Ich hebe dann hier noch ein bisschen das Gelände ein, damit es nicht so hart ist und wir können jetzt wieder laufen lassen, denke ich. Das gleiche machen wir nochmal hier. Können dann hier nochmal gucken, was wir dann weitermachen, wenn dann hier die Geländeentwicklung fortsetzen können. So, jetzt in meiner Hoffnung ist, dass die Leute jetzt irgendwie anders fahren und nicht alle hier raus, hier rum und hier hoch. Das ist irgendwie, ist mir nicht ganz klar, warum das die beste Route ist. Stehen auch alle an dieser Kreuzung. Das liegt aber auch daran, dass wir hier, ja, dass hier so viele Leute langlaufen. Ich denke, wir werden auch eine U-Bahn brauchen. Denn bisher ist ja die Straßenbahn unser Hauptverkehrsmittel. Das müssen wir mal ändern. So, also wir fliegen jetzt relativ weit hier rüber. Ich möchte mich hier auf dieser Zunge dann ganz kurz gucken, nochmal ein neues Industriegebiet etablieren. Der Wind geht darüber. Na, nicht so einfach, aber sollte reichen. Mit also ein Pharma-Bereich, dann werden wir hier dieses Sondergebäude. Wo ist es da? Pharma-Produktionsstätte und ein Chemiewerk. Ich glaube, das werden wir dann hier so einen Chemiepark errichten. Das fände ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Wir werden jetzt hier diese Verbindung einmal kappen. Ich glaube, ja, und auch hier diese Straße müssen wir neu machen. Jetzt müssen wir auch hier nochmal mit der Höhe schauen. Das müsste aber eigentlich gehen. Also ich unterbreche das Spiel, damit ich hier ordentlich arbeiten kann. So, wir müssen nämlich jetzt hier unterhalb der Höhe der Autobahn bleiben. Das ist aber nicht schlimm, denn wenn wir die
Konturen sowieso verändert gehabt. Wir müssen auch hier über die Eisenbahn. Wir kaufen schon mal das erste Geländefeld. Und dann werden wir hier diese Höhe, das passt ja wirklich perfekt, die Höhe hier nehmen. Ach, das ist tiefer oder was? Ne, ist höher, ich wollte schon sagen. Das sah gerade so komisch aus. Das nehmen wir auch mal weg. Und wir nehmen diese Höhe hier. Damit ich hier durchkomme. So. Denn dann kann ich jetzt. Das ist so eine zweispurige Straße. Ne, die ist sogar vierspurig. Okay. Also die soll dann jetzt hier entlang geführt werden. Und dann wird hier der Autobahnanschluss erfolgen. Hier ein bisschen höher, damit wir hier auf jeden Fall über die Straße kommen. Das gleiche hier. Da wird jetzt dann die Herausforderung sein. Wir brauchen eine Autobahn. Was machen wir parallel im Parallelmodus? Das mag er bis hier vorne da nicht. Was ist hier das Problem? Müssen wir mal ganz kurz checken. Ich muss wahrscheinlich hier nochmal eine Zwischensäule einfügen. Reicht jetzt von der Höhe, halt, wir müssen hier nur das Gelände wieder korrigieren. Von hier und möchten dann hier hoch. Ein bisschen breiter. Jetzt im Parallelmodus möchte ich hier rüber. Also alles ausschalten, außer diese Winkel, damit wir hier die 180 Grad halten. Das macht er. Okay, das macht er nicht. Wobei das nicht so schlimm ist. Die Schienen können wir ja hier wegmachen. Und noch ein bisschen tiefer setzen. Das ist ja kein Problem. Da steckt ja nichts hinter. Also das heißt, wir bleiben hier etwas tiefer. Eine Delle rein, das müsste von der Höhe her eigentlich locker reichen. Ja, das sind ausreichend Höhenmeter, die wir da haben. Wir können jetzt hier den Anschluss setzen und dann die Schienen, da muss ja dann sowieso noch die Verbindung auch über die über den Fluss gewährleistet werden. So, wir müssen hier ein bisschen steiler rauf. Aber ich glaube, das ist auch unkritisch für die Verbindung. Dann brauchen wir die Hilfslinie wieder. Da ist sie. So, wunderbar. Wir können jetzt die weiteren Zellen kaufen. Um hierhin, hierhin, hierhin. Da ist der Anschluss. Und wir müssen diese Zellen, wir machen mal Schritt für Schritt. Wir müssen ja nicht alles sofort kaufen. So.
spart auch ein bisschen Geld. Wir können nicht laufen lassen. Ich muss erstmal hier die Verbindung wieder zu der Straße noch ergänzen, sonst verschwinden gleich hier alle Gebäude. Andersrum machen, unten erst runter her. Hoch. Okay, dann verschwinden da ein paar Gebäude. Das ist nicht so schlimm. So, hier brauchen wir dann irgendwann nochmal die Autobahnverknüpfung und wir brauchen ja noch die Verbindung. Machen wir jetzt zur Straße, also das machen wir jetzt aber relativ easy, also hier raus, upsala, als Kurve natürlich, hier raus, rechter Winkel, Hilfslinie, zack. Okay, jetzt können wir weiterlaufen lassen. Hier ist alles klar. Prima, ja, es wird noch ein bisschen spannend, dann hier die Verbindung hinzukriegen für die. Wieso ist hier so eine Delle drin? Verbindung hinzubekommen für die zur Autobahn. So, das hat er jetzt gemacht. So, das ist so ein Straßentyp. Dann korrigieren wir das auch noch mal. Rast natürlich ein. So und so. Okay, das war ohne Mittelstreifen. Prima. Die Autobahn ziehen wir jetzt einfach erstmal komplett durch. Da müssen wir auch wieder Geländearbeiten machen. Vorsicht, Vorsicht. Und ich glaube, wir werden auch jetzt hier nicht komplett alles machen, sondern wir gehen jetzt hier irgendwo rüber, hier in der Mitte ruhig, gucken die Eisenbahn, gehen wir hier rüber, dann machen wir das hier. Werden also jetzt erstmal hier gucken, diese Höhe hier, das ziehen wir durch und auf der Gegenseite entsprechend, das wird natürlich wieder ein ziemliches Brett, was wir hier brauchen, aber das gönnen wir uns. So, hier kommt dann Eisenbahn und Autobahn. Liegt schon ein Flugzeug. Auch das werden wir irgendwann mal brauchen, Flughafen. Aber da sind wir noch eine ganze Ecke von weg. Und dann kommt von hier aus hier rüber die smoothe. Ja, das ist ja gar keine. Perfekt. Also wir gehen hier rüber. Das gleiche machen wir mit den Zügen. Also nochmal. Und die Autobahn führen wir jetzt in einer sehr smoothen Kurve einmal hier rüber. Den Anschluss, dann machen wir auch so ein Dreieck für die Eisenbahnverbindung. Also wir müssen hier hoch und dann kommen wir von hier aus auch noch mal. Insbesondere hier, das ist wichtig. Und dann können wir hier die Schienen setzen. Von hier aus weg, Hilfslinien greifen und dann. Das soll eigentlich passen, dann machen wir es umgekehrt, also bis hier vorne.
hier ran und das gleiche machen wir nochmal hier in die Gegenrichtung. Das ist das super. So, und hier drüben Erdarbeiten. Das Gelände hält uns auf. Gucken wir, wie weit wir jetzt hier noch kommen, wenn wir hier, wo hier der Anschluss ist. Ja, hier vorne, das geht. Dann halten wir das nämlich gerade. Könnte ich dann auch hier drunter. Das finde ich gar nicht so schlecht. Hier sind wir tiefer, interessanterweise. Okay. Aber gut, die Autobahn, die macht dann einen Knick nach oben weg. Das ist der Plan, aber dann haben wir zumindest hier so ein... Das ist jetzt natürlich auch nochmal wichtig für unser... für das Gleismanagement, dass wir Güterzüge und die regulären Züge voneinander trennen werden, also den Personenverkehr. So, haben wir hier schon mal die Verbindung. Perfekt. Ja, jetzt wollen wir hier noch rüber nach Segerod. Das heißt, wir können jetzt wieder die nächsten Zellen kaufen. Geld haben wir wirklich mehr als genug. Wir kaufen diese drei Zellen. Wir werden als erstes bei der Autobahn die gerade Verbindung machen. Da müssen wir... Ja. Gucken wir denn hier, nur mal gucken. Also sind schon viele Höhenmeter. Also wenn wir mal hier diese Stelle nehmen, machen es mal ein bisschen breiter. Ich möchte von hier noch breiter. Also von hier hierhin. Das gibt eine ordentliche Schneise. Und dann von hier aus müssen wir noch hier die Kurve machen. Also von hier die Schneise. Dann können wir jetzt hier die Autobahn erstmal gerade ziehen. Das sind 3 Grad Steigung. Das ist prima. Und dann in einem schönen Bogen hier hoch. Ah, perfekt. Der Autobahn geben wir dann auch noch mal gleich einen Namen. So, und hier muss dann noch der Anschluss erfolgen an die Straße. Na, hier ist schon Verkehr. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass das klappt. Mal einen ganz kurzen Überblick. Irgendwelche kritischen Warnungen, Stromausfälle, sonst was. Sieht alles perfekt aus. Gut. Also wir brauchen dann hier, da können wir ein bisschen weiterziehen. Und dann brauchen wir hier die Verbindung hier an diese Straßen ran. Wir gehen hier senkrecht weg und gehen dann hier mit nicht im Parallelmodus einmal. Und wir haben ja hier 2 Spuren, das kann man ja gut übernehmen. Das gleiche dann auf dieser Seite. Das sieht gleich gut aus. Und dann, das ist das, was noch Quatsch ist. Wir brauchen hier diese Parkplätze da, Straßendienste. Also das verschwindet und wir verbieten hier das Abbiegen nach links oder das Wenden. So, und wir können hier vielleicht auch nochmal, das habe ich bisher noch quasi gar nicht gemacht, so asymmetrische Verbindung, 5 mm, genau. Da haben wir nämlich eine Spur mehr zum Abbiegen. Mal gucken, ob das reicht, wenn hier viel Verkehr ist. Vielleicht machen wir das jetzt auch schon direkt.
dass wir diese Verbindung länger machen. Und das bis hierhin ziehen. Schon, das hätten wir direkt in der Richtung. So, machen hier auch schon mal eine dreispurige Verbindung, dann haben wir hier ausreichend Möglichkeiten. Ja, das ist doch. Das war jetzt schon viel Arbeit. Was jetzt noch fehlt, ist hier der Anschluss an die Straße. Aber das können wir vielleicht hier oben machen, dass wir hier schon rauskommen aus der Autobahn. Da geben wir jetzt erstmal einen vernünftigen Namen. Und was gehört sich besser als das, die A40 zu nennen? Das ist die Anschlussstelle dann, denn das ist immer so ein komischer Logik, die City Skyline. Sie hat halt nicht 409, sondern A40. Also warum jetzt gerade 40? Klar, also einmal natürlich, weil A40 die Ruhrgebietsautobahn ist, aber tatsächlich haben wir, wenn wir mal darauf achten, die Autobahnnummern haben eine, also einen Sinn. Die Ungeraden gehen nämlich von Norden nach Süden, die geraden Zahlen gehen von Osten nach Westen. Also 40, A42 gehen quer durchs Ruhrgebiet, die A3, die A1 gehen von Norddeutschland nach Süddeutschland. Auch wenn die jetzt hier zwar so einen Knick macht, aber die Hauptrichtung ist jetzt hier quer. Das passt. Gut, also dann machen wir jetzt hier noch den Anschluss. Das wird natürlich schon wieder ein bisschen anspruchsvoller. Gucken mal auch erstmal wieder aufs Gelände, dass wir hier rauskommen. Also, wie kommen wir von aus der Richtung müssen wir hier raus. Das wird das Problem, weil jetzt hier ja schon Verbindung ist. Und wir müssen dann hier auch an Höhe gewinnen oder verlieren, damit wir unten drunter herkommen. Oder wir machen es einfach hier vorne. Da müssen wir nur wieder über die Eisenbahn. Ja gut, aber irgendeinen Tod müssen wir sterben. Wir werden also hier oben drüber, da brauchen wir noch mal eine Höhe, die hilft, damit wir hier eine Verbindung machen können. Ruhig. Jetzt mal hier. Hier wieder den Übergang. Das sind nur 4 Meter, das reicht nicht. Ich brauche mehr. Da haben wir schon mal die Autobahn. Brücke. Dann, das Gelände war ein bisschen tricky, hat aber alles gut geklappt. Wir müssen hier runter. Wir müssen hier natürlich die Verbindung machen von hier aus. Das gleiche dann auch auf dieser Seite. Und dann machen wir da jetzt nicht kein großes Federlesen, sondern einfach eine vernünftige Verbindung. Halt, das machen wir mit der Autobahn hier einspurig, das sollte ja reichen. Hier rein, das müssen wir natürlich wieder drehen, das kennen wir schon, das machen wir gleich. Und wir müssen dann natürlich auch noch die Verbindung so setzen, dass wir hier gut, also noch drei Spuren machen, ne? Das kommt auch noch dazu. So, das hätten wir schon mal. Wir ziehen die Straße mal ein bisschen länger hier. Und
Irgendwie hat er hier noch ein Problem. Ne, das geht. So, wir brauchen noch das Drehen. So, jetzt sind alle Richtungen korrekt und wir werden dann hier natürlich das vorher dreispurig machen, damit wir hier eine Ausfahrt bekommen. Das muss ich sagen, das haben sie wirklich sehr gut gelöst in City Skylines, dass man jetzt hier mit solchen Spuren arbeiten kann. So. Das ist doch prima. Hier ist auch schon Verkehr, ne? Also die A40 zieht die Leute an, auch wenn es hier schon wieder die S53 ist. S35. So, das ist die A40. Er speichert den Teil, nennen wir auch nochmal A40 natürlich. So. Perfekt. Und hier, die Leute fahren alle hier rum, um dann hier in das Universitätsgebiet zu kommen. Ah ja, interessant. Das haben wir auch diese Strecke wird hier intensiv genutzt. Das heißt, wir haben jetzt aber hier den Stau aufgelöst. Ja, hier ist er weg. Das zeigt mir, dass der Bedarf sehr groß war. Ja, wir können hier, ich glaube, das ist auch Quatsch gewesen. Wir können nämlich jetzt hier, und das ist dann auch schon das Letzte, was wir in dieser Straßenbaufolge gemacht haben. Wir bleiben hier mal oben, um auch noch eine Verbindung zu bekommen über die Zugverbindungen. Wir haben eine Treibstofffabrik. Das ist interessant. Wir haben gar kein Öl, was wir fördern. Das werden wir auch nicht tun. Aber die werden wir uns, glaube ich, gönnen. Interessant. Das finde ich ganz spannend. So, aber wir müssen jetzt hier nochmal das Gelände einmal korrigieren, dass wir hier vernünftig von hier nach hier kommen. Also nochmal von da nach da. Das macht er jetzt. Und von da müssen wir hier runter. Das kriegen wir dann aber nicht mehr in dieser Folge so. Eine Kurve natürlich und dann haben wir es auch schon. Also in dieser Folge viel Straßenbau. Das legt jetzt aber den Grundstein für das weitere bauen. Ich ziehe die erst noch mal nur, damit wir die schon mal haben. Ist ein bisschen dellig und willig hier alles, ne? Die spannt auch so ein bisschen hoch. Da haben wir großen Waldbrand. Was ist denn da los? Okay, das breitet sich kreisförmig aus. Das sieht ja sehr interessant aus. Okay, ansonsten da unten brennt was in Segerod. Da kommt die Feuerwehr hoffentlich mit klar. Wir haben da vorne an der Brücke den Stau. Das soll es aber in dieser Folge erstmal wieder gewesen sein. Die Autobahn, das Layout ist gesetzt. Wir können dann in der nächsten Folge den Ausbau fortsetzen, dass wir dann hier das Industriegebiet, diesen Chemiepark, hier vorne hinsetzen. Das kommt dann in der nächsten Folge. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.